Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute mal wieder ein kleines Infovideo, Schrägstrich Ankündigungsvideo für euch. Denn ich habe es ja schon so ein bisschen auf Instagram und teilweise auch in den Vlogs verraten. Dieses Jahr wird es wieder eine Weihnachtsreihe geben. Und dieses Video soll einfach dafür da sein, euch ein paar Informationen zur Videoreihe zu geben. Ich bin super, super aufgeregt. Eigentlich denkt man das gar nicht, denn es gab ja schon Weihnachtsvideos von mir. Aber dieses Jahr mache ich meine allererste Videoreihe, also Weihnachtsvideoreihe, alleine. Als ich mit YouTube angefangen habe damals, gab es ja gar keine richtige Videoreihe. Ich habe ein paar Weihnachtsvideos gemacht, aber eine Videoreihe war das nicht wirklich. Letztes Jahr gab es ja Xmas with Janessa zusammen mit Vanessa. Und dieses Jahr ist das erste Mal, dass ich alle Weihnachtsvideos alleine geplant habe und die ganze Videoreihe einfach nur von mir ist. Und ich bin super, super aufgeregt, wie das bei euch ankommt. Und ich bin natürlich super happy. Und ich hoffe natürlich, dass diese Weihnachtsvideos dieses Jahr wieder etwas ganz Besonderes werden und sie euch gefallen. Denn ich weiß, unter euch sind ganz, ganz viele, die Weihnachten lieben und auch genauso krass lieben wie ich. Und deshalb bin ich eigentlich bis jetzt ganz zuversichtlich, dass das echt eine schöne Zeit wird. Ich würde sagen, ich labere aber gar nicht so viel drumherum und gebe euch einfach mal ein paar Daten. Es wird vom 25.11. bis zum 23.12. jeden Mittwoch und jeden Sonntag um 15 Uhr ein Weihnachtsvideo geben. Und wenn ihr jetzt aufgepasst habt, wisst ihr, dass ihr gar nicht mehr lange warten müsst, denn ich habe das extra so gelegt und morgen fängt die Videoreihe schon an. Das bedeutet, morgen habt ihr schon direkt euer allererstes Weihnachtsvideo für dieses Jahr von mir. Und weil ihr natürlich auch was von diesen Videos haben sollt, also nicht nur die schönen Weihnachtsvideos und die schöne Atmosphäre, sondern ein bisschen was ich euch zurückgeben kann, gibt es am 23.12. zum Ende dieser Weihnachtsreihe auch eine Verlosung. Und ich dachte mir, da es insgesamt 9 Weihnachtsvideos geben wird, packe ich in diese Verlosung 9 Dinge. Das bedeutet für jedes Video eine Sache. Und einer von euch kann dann am Ende dieser Videoreihe alle 9 Dinge gewinnen. Was ihr genau gewinnen könnt, werde ich natürlich jetzt noch nicht verraten. Das werde ich dann einfach am 23.12. passend zum Ende der Weihnachtsvideoreihe euch verraten. Ich hoffe natürlich, dass die Weihnachtsvideoreihe euch genauso gefallen wird wie mir. Und ich weiß natürlich jetzt schon, was für Videos kommen werden. Und ich bin super gespannt. Aber ich bin eigentlich sehr, sehr guter Dinge, dass wir diese Weihnachtszeit zusammen rocken werden und dass die euch genauso viel Spaß machen wird wie mir. Bevor ich dieses Video beende, habe ich aber noch so eine kleine Info, die jetzt keine große Ankündigung ist, aber ich wollte sie trotzdem mit in dieses Video packen, da wir gerade schon bei Ankündigungen sind. Ab dem 1. Dezember wird es bei mir auf dem Kanal natürlich auch wieder Vlogmas geben. Das haben sich so super viele gewünscht, da wir ja sowieso auf meinem Kanal seit Anfang des Jahres ein bisschen was mit Daily Vlogs umgeändert haben, dachte ich mir, passt das natürlich zur Weihnachtszeit umso mehr und darf auch auf meinem Kanal seit letztem Jahr dann auch nicht mehr fehlen. Ich danke an dieser Stelle auch nochmal Vanessa, dass du mich in dem Sinne dazu überredet hast, Vlogmas zu machen. Seitdem habe ich meine Liebe für die Vlogs auf jeden Fall noch weiterentwickelt. Also ab dem 1. Dezember wird es dann jeden Tag einen Vlog von uns geben. Und die werden jeden Tag um 18 Uhr online kommen. Ich mache das genau wie letztes Jahr, dass ich am 1. Dezember anfange zu vloggen und das erste Vlogmas-Video somit am 2. Dezember online kommt. So, finde ich, ist es einfach am schönsten, am einfachsten. Und ja, so werde ich das natürlich auch weiterführen. Und bevor ich es vergesse, aber ich wollte es so ein bisschen spannend halten, deshalb dachte ich, hebe ich mir den Namen der Videoreihe einfach fürs Ende des Videos auf. Und ich bin tatsächlich auf einen Namen gekommen, als ich einen Weihnachtsfilm geschaut habe. Und jetzt spanne ich euch nicht weiter auf die Folter, denn der Name der Videoreihe ist einfach #SantaBaby. Ja, okay, reicht. Wir möchten ja hier nicht ausrasten und die Weihnachtsfreude in diesem Video lassen, sondern auf alle Videos verteilen. Ich bin also dieses Jahr ein Santa-Baby und ich hoffe, dass ihr meine ganzen Santa-Babys seid. Klang das jetzt irgendwie verrückt? Ich fand es eher süß. Aber darüber lässt sich natürlich streiten. So, das war's auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Das ist irgendwie immer so mein Standardspruch, aber natürlich hoffe ich trotzdem, dass das Video euch gefallen hat, auch wenn es nur ein kleines Ankündigungsvideo ist. Und ja, damit ihr halt Informationen über die Videoreihe habt
und einfach jetzt ganz gespannt sein könnt, was die nächsten Wochen auf euch zukommt. Schreibt mir euer Feedback gerne in die Kommentare. Ich freue mich immer über jeden Kommentar von euch. Und dann wünsche ich euch einfach nur noch ganz viel Spaß morgen beim offiziellen Start von Santa Baby. Und ich verabschiede mich somit aus diesem Video und wünsche euch ganz viel Spaß. Tschüss!